Mensch, ist das klasse. Sogar der Himmel weint vor Freude. Endlich ist die Ölheber-Ortsdurchfahrt wieder frei. In 20 Minuten verschwinden hier diese Absperrbarrieren und dann kann jeder hier durchfahren. Dass das schon seit ein paar Tagen die Leute machen, okay, sei geschenkt. 2 Millionen Euro sind hier investiert worden. Wir sind natürlich dabei bei der Freigabe dieser Baustelle und wir erzählen, was alles noch so passiert. Ne? Die brauchen noch eine Weile. Ja, wir warten auf die Prominenz. Ich komme mal zu Ihnen unseren Schirm. Sie sind ja der Neue im Rathaus in Gotha. Schönen guten Tag, hallo. Erzähl mal, was machen Sie denn heute hier? Sind Sie Stellvertreter für Herrn Kreuz? Nein, ich bin heute nicht Stellvertreter, aber ich komme wenigstens zur Eröffnung der Straße. Also eine Bratwurst essen? Genau, eine Bratwurst essen und dann ja, habe ich mir das zumindest schon mal gespart. Und dann guten Appetit. Dankeschön. Ganz tolle Sache, die Ortsteilbürgermeisterin ist natürlich auch da. Ja, es regnet. Ist das jetzt Freudentränen? Stimmen Sie damit zu und stimmen Sie damit ein? Es sind Freudentränen. Nach fast anderthalb Jahren Bauphase wird die Straße heute endlich freigegeben. Man hat ja gehört, dass einige von den Ölhebern eigentlich gar keinen Bock drauf haben, dass die freigegeben wird, weil es jetzt so schön still hier gewesen ist. Wie sehen Sie es? Das ist wohl wahr. Wir hatten uns schon direkt an die Stille gewöhnt. Tempo 30 ist ja im Moment hier noch ausgeschildert. Bleibt es eigentlich dabei? Es wurde uns versprochen und es stand auch in der Zeitung. Und wir rechnen zu 100% damit, dass es so bleibt. Anderthalb Jahre hat es gebraucht, die Baustelle. Jetzt sind wir ja sogar ein bisschen mehr fertig. Wir haben es lassen. Das war der Fleiß unserer Mitarbeiter. Und ein sehr gutes Planungsbüro und ein sehr guter Auftraggeber. Die anderthalb Monate sind wirklich jetzt einfach so rausgesprungen oder war jetzt wirklich irgendwie was Besonderes dabei? Nein, wir haben uns bemüht, wir haben im Winter durcharbeiten dürfen, auch auf Wunsch unseres Auftraggebers und auch uns von uns. Und haben nicht eingestellt die Baustelle, die geplant, sondern durcharbeiten können. Ein milder Winter hat uns ermöglicht, jetzt eher fertig zu werden. Finden Sie auch sicherlich gut. Kriegen Sie da jetzt das gleiche Geld? Ja, mehr gibt's nicht. Gehört zu unserem Job. Eigentlich müsste das doch auch so sein, Sie wären eher fertig, müsste es noch einen Zuschlag geben, oder? Gab's mal. Gab's mal vor 20 oder 25 Jahren, da gab es Zielprämien, gibt's aber heute nicht mehr. Dann frage ich jetzt mal den Polier, kriegt er denn wenigstens eine Prämie? Nein, ich kriege auch keine Prämie, das machen wir doch gerne. Für die Stadt Gotha machen wir sowas immer gerne. Das klingt jetzt richtig ironisch. Nein, das ist nicht ironisch, nein, das ist wirklich wahr. Wir machen gerne, wir arbeiten auch gerne und haben uns hier eigentlich auch wohlgefühlt und haben das wirklich in einer kurzen Zeit auch gut hingekriegt. Was war das Schwierigste hier gewesen? Naja, sagen wir mal so, die Verhältnisse von den vorhandenen Kabeln und Rohrleitungen, die alle da waren, keiner wusste so richtig, wo alles liegen tut. Aber wir haben es dann mit Hilfe von unserem Auftraggeber vom Zweckverband auch gut hingekriegt. Und dann knirschten ja nochmal irgendwelche Rohre vom Zweckverband, ne? Ja, auch, die waren auch mal kaputt, aber das war auf einer anderen Stelle. Aber das haben wir alles gut hingekriegt, wir haben es ausgetauscht und es ist alles geregelt. Liebe Ölheber, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, herzlich willkommen hier auf der Highway von Ölheben. Ich freue mich sehr, dass wir heute uns hier kurz vor Einbruch der Dunkelheit Licht ins Dunkel bringen, weil wir diese Straße hier übergeben. Das ist eine nicht so ganz einfache Geschichte gewesen. Ich will das einfach mal sagen. Wir haben im Jahre 2009 den Investitionsbeschluss gefasst, dass diese Straße gemacht wird, die obere Marktstraße. 9 Jahre später wird sie jetzt übergeben. So lange dauert es manchmal. 2,1 Millionen Euro sind hier in die Straße geflossen, in einem Gemeinschaftsprojekt der Stadt Gotha, des Wasser- und Abwasserzweckverbandes und der Stadtwerke Gotha. Die Bauzeit ging vom Juni des vergangenen Jahres bis heute. Die Straße ist fertig. Mancher denkt gar nicht, dass sie je gebaut worden ist. Gell? So sieht sie, so gut sieht sie aus. Die wichtigsten Zahlen will ich aber trotzdem noch einmal vom Zettelchen ablesen, weil das man gar nicht so merken kann. Wir haben 7.300 Tonnen Aushub beseitigt, 3.200 Quadratmeter Asphalt gelegt, 1.500 Quadratmeter Pflaster, 1.700 Meter, also 1,7 Kilometer Bordsteine, 17 neue Straßenleuchten mit LED nach lokaler Agenda, Portfolio und 700 Meter Kabel für die Straßenbeleuchtung verlegt. Und eben hat ein Bürger zu mir gesagt, Herr Kreuch, ich muss das hier nochmal sagen, die Baufirmen haben sehr, sehr gut gearbeitet. Das war eine gute Maßnahme. Freuen wir uns, dass die Straße jetzt offen ist. Alles Gute. So, Band anfassen.
Mit einer Hand fassen wir das Band an, gell? Jeder nimmt sich die genaue Linie vor, ja? Und dann schneiden wir, wenn ich das sage, 1, 2, 3. Auf die Plätze, fertig. 1, 2 und nach oben gucken. Also der Oberbürgermeister ist ohne Eskorte gekommen, ohne Blaulicht. Und jetzt gucken wir doch mal Gladbeck, ob die Deckel hier zugeschweißt worden sind. Falls da irgendjemand sich um die Sache kümmert oder so. Nee, alles in Ordnung.